Hi Leute, Jago hier mit einer weiteren Folge von Eterna Noctis. Ich habe in der letzten Folge gelogen, ich habe gesagt, ich überlege mir, wo wir hingehen, aber ich hatte es mir schon längst überlegt, wir gehen nämlich in die Müllgalerie, die ist nämlich direkt nebendran und deswegen macht es keinen Sinn, hier jetzt gerade nicht hinzugehen. Außer, falls ich da jetzt irgendwie nicht weiterkomme, dann muss ich natürlich was anderes machen. Aber das soll nicht euer Problem sein, wir gehen jetzt hier erstmal... Oh no, 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 no. Boom, 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 boom. Oh Gott! Ich hasse die alle. Oh, okay. Hätte ich gar nicht mein Schild ziehen müssen. Tunk, 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 tunk. Tunk, tunk, tunk. Mehr tunk, 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 tunk. Oh no. So, ich muss hier lang. Ich muss darauf. Ich könnte unten lang, ich könnte oben lang. Ich... Goblin! Also, das ist kein Goblin. Das ist mir durchaus bewusst, aber... Da ist ein Goblin. Oh, da ist eine Truhe. Ich will erstmal hier lang. Gib mir mein Geld. Ich brauche jede Menge davon. Ist das jetzt hier nur eine Sackgasse? Kann ich mir nicht vorstellen. Möchte ich mir nicht vorstellen. Kann aber durchaus sein. Ich heile mich mal. Ich habe gerade ja ein bisschen Blut übrig. Ich habe ehrlich gesagt so viel Blut übrig, dass ich es gar nicht benutzen kann. Also benutzen konnte ich es jetzt schon, aber ich habe schon wieder... Also ihr wisst schon, was ich meine. Ich konnte keins mehr aufheben. Doch, jetzt habe ich es geschafft. Das Ding flüchtet aktiv vor mir, also soll es mal sich auch verzibbeln. Ich versuche mal hier hoch zu klettern. Und hier rüber zu kommen. Das ist mir egal, das ist mir egal. Verreckt, okay. War was Persönliches, deswegen musste ich das jetzt machen. Hier geht es nach oben. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob da noch irgendwelche Sachen an der Decke sind und es ist mir herzlich egal. Shortcut, okay. Harmoniewald. Oh, die sind so schön, die ganzen Wälder hier. Die ganzen Kristallwälder. Sieht doch gar nicht mehr so gruselig und schlimm aus wie unten. Hier fühle ich mich viel wohler. Auch wenn ich jetzt weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich hier rüber arbeiten muss. Oder durchlaufen muss oder wie auch immer erkunden muss. Ich meine, solange es nur das ist, geht's ja noch, ne? Dunk, dunk, dunk. Oh, ich liebe das, das macht so Spaß. Hat ewig gedauert, bis ich das in Hollow Knight gelernt habe, aber da das hier ein ähnliches Timing hat, von der Fallgeschwindigkeit und so. Oh, Jesus, okay, ich dachte, ich sterbe. Ha! Geht's eigentlich ganz gut, wollte ich damit sagen. Ach. Aber Stacheln ausweichen oder beziehungsweise Projektile, die mit erhöhter Geschwindigkeit auf mich zukommen, kriege ich immer noch nicht hin. Ich kann hier rüber und dann kann ich hier rüber, wenn ich nicht gerade an der Decke hängen bleibe. Also hier so und dann nehme ich da hoch. Und hier ist nichts. Ich finde es übrigens sehr nett, dass mir der Main Character gesagt hat, dass ich durch die Wand komme. Ich hoffe, er macht das jetzt jedes Mal. Was ist das? Oh, ein Fähigkeitspunkt. Oh, geil. Hat sich jetzt schon gelohnt, hierher zu kommen. Wo sind meine Skillpunkte da? Für eine Sekunde nach der Nutzung von Sprinten verursacht deine Waffe 20% mehr Schaden. Gegner werden durch einen Treffer weiter zurückgestoßen. Das ist halt gut gegen Bosse, ne? Weil bei Bossen dodgst du ja im Normalfall und greifst dann an. Das ist ja die meiste, also meistens die Mechanik. Das hier macht den Kampf nur schwerer, weil die Gegner weiter wegfliegen. Ich nehme das hier. Und dann kommen wir bald zum Damage. Kritischer Schlag. Kritische Waffentreffer lösen an der Waffentrefferstelle einen zusätzlichen Schnitt der Dunkelheit aus. Das gefällt mir sehr gut. Das klingt nämlich sehr gut. Wenn du noch ein Herz hast, verursacht deine Waffe 20% mehr Schaden. Mhm. Damit machen wir 25% mehr Schaden. Das interessiert mich nicht. Alle Waffen lösen an der Trefferstelle einen zusätzlichen Schnitt der Dunkelheit aus. Schemenpfeil. Dieser Kristallpfeil kann Gegner durchdringen. Man kann also auch auf den Pfeil skillen. Kirschtreffer mit Pfeilen verursachen eine Explosion. Ich würde gerne so viel skillen, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Ha. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal den Breakpoint hier haben. Den da oben brauche ich gar nicht so dringend. Das da oben ist natürlich mega gut. Also hier das hier. Ich glaube, die sind alle gut. Die Kristallpfeile kann Gegner durchdringen. Das ist okay. Das ist halt richtig gut. Aber, erstmal so weit kommen. Ich brauche also 2 Skillpunkte, um das zu lernen. Eieiei. Also 2 Level-Ups oder 2 Skillpunkte finden. Ha, kann ja nicht so schwer sein. Ich schätze mal, wir kriegen einen weiteren Skillpunkt, wenn wir den
Igel vervollständigen. War gut, dass ich den Shit benutzt habe. Ausnahmsweise habe ich es mal gut getimed. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, ist das eine Wand? Ja, okay. So, auf jeden Fall nicht. Dann würde ich sagen, hier nach oben einfach. Oh Gott, das habe ich nicht gesehen. Trink den Heiltrank. Danke. Zoom mal wieder ran. Dämliches Mist. Ding. Dreck. Heilen. Den Heiltrank gebe ich mir wieder für schlechte Zeiten auf. Wenn es gerade nicht anders geht und ich... Der hat nicht... Ich komme da nicht ran. Muss ich halt außen rumgehen. Das geht aber. Vielleicht kann er hier hoch und dann kann ich nach rechts. Ist ja kein Akt. Höchstens ein Akt der Freude. Da habe ich mein Blut runtergeschossen. Das ist nämlich auch nicht so optimal. Immer schön die Kamera mitbewegen. Das hilft. Er ist nicht gesprungen. Ich habe springen gedrückt, aber er ist nicht gesprungen. Das war mein Fehler. So. Hier rüber. Okay, letzter Versuch. Hey! Und dann muss ich wieder vom Checkpoint anfangen. Dann muss ich die ganzen fliegenden Kristalldinger wieder zerballern. Nee, 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 nee. Ich muss das jetzt schaffen. Ich muss das schaffen. Ich muss das schaffen. Okay. Ich muss da durchspringen und dann von Wand zu Wand. Hä? Da komme ich noch niemals rüber. Oh Gott, nein! Warum musste das so sein? Wow. Wow. Am ersten Gegner direkt Schaden bekommen. Also nicht mal am ersten Gegner, sondern einfach beim ersten Gegner. Falsch geflogen. Also falsch gesprungen. Ach, gib mir Blut. Ja. Ja, gib mir dein Blut. Mm, köstlich. Oh, shit. Den habe ich gesehen. Den Hobby nennt Xeng. Ich bin jetzt schon fast tot und ich bin noch nicht mal in der Nähe von den Stacheln. Finde ich eine Frechheit. Ja, komm hier rauf, komm hier rauf. Ja, ja. Sehr gut. Jetzt gehe ich hier runter. Und sammle das ganze Blut ein. Hm, ach, ich kann ja nur eins nehmen. Meine anderen Behälter sind ja kaputt, wenn ich gestorben bin. Wenn meine Seele irgendwo im Ghetto liegt. Arge, Gnarf. Zu niedrig gesprungen. Langsam lässt die Konzentration nach, habe ich das Gefühl. Und dabei spiele ich erst 1,5 Stunden. Oder jetzt knapp über 1 Stunde. Aber es ist halt draining. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen weniger Platform-Action und ein bisschen mehr Combat-Action. Damit komme ich nämlich persönlich besser zurecht. Das war absolut unfair. Ich werde gleich meine XP verlieren. Möchte ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich es vermeiden kann. Aber ich weiß nicht, ob ich es vermeiden kann. Ich weiß nämlich gar nicht, wo meine XP sind. Jetzt sind sie auf jeden Fall weg. Jetzt ist egal. Oh, meine XP sind noch da. Das ist aber nett. So, ich muss jetzt also hier durch. Und dann muss ich hier rüber. Und dann muss ich ein bisschen springen und dann darüber. Und dann muss ich hier auf die Plattform. Und dann... Oh, 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 nicht darüber. Nein, 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 nein. Muss ich gegen den... Nein, ich bin zu weit gedasht. Okay, ich kann einfach hier rüber. Und dann darüber. Und dann habe ich es geschafft. Und ich hätte gerne einen Checkpoint. Da ist einer. Oh, Gott sei Dank. Okay. Es ist super draining. Das ganze Plattformen. Wenn man das alles am Stück macht, dann ist das sehr, sehr anstrengend. Es macht immer noch Spaß, keine Sorge. So ist es nicht. Aber es ist halt einfach... Oh Gott! Sind die geil. Es ist halt einfach schwieriger Content. Vor allem, wenn man eh nicht so gut in Plattformen ist. Mein Combat ist meiner Meinung nach wesentlich besser als mein Plattforming. Vielleicht seht ihr das anders. Vielleicht ist es bei euch auch anders, keine Ahnung. Also vielleicht seht ihr es anders bei mir und vielleicht ist es bei euch anders. Das kann beides sein. Aber, oh. Mein Combat ist besser als mein Platforming. So behaupte ich das jetzt zumindest. Jeder, der eine andere Meinung hat, kann sie ins Knie ficken. Nein, natürlich nicht. Dürft euch gerne auch an die Hand ficken.
Hier ist ein Checkpoint, das ist schon mal gut. Da ist die Verbindung zu der Mine, die wir schon mal hatten. Da gehen wir jetzt also noch nicht lang. Weil das möchte ich dann am Schluss machen, wenn wir da sowieso lang müssen. Um die Verbindung herzustellen, weil ich zurück muss. God damn it. Ich erkenne bei den Goblins noch nicht, welcher ist. Das ist ein Flammer. Okay. Ich dachte, der hält nicht so lang. War schlecht getimed. So viel zum Thema, ich bin gut im Combat. Dann schieße ich dich halt mit Projektilen weg. Ist mir wurscht. Haha, der Schild. Der gute alte Schild. Ich nenne ihn Schildegard. Denn er ist nämlich ein Mädchen. Zu seinem Kumpel gejuggelt. Nice. Okay. Muss man darauf achten, wie viel XP die Goblins geben. Och nö. Kein Shotgun, Heinz. Ah. Was? Wie weit bin ich denn geflogen? Bring ihn schnell um. Okay. Heilen. Der trifft mich nicht. Und Heiltrank nehme ich direkt. Nehme ich sofort. Ohne zu zögern. Da komme ich nicht ran. Okay. Dann muss ich also unten lang weiter. Ich nehme den sichereren Weg. Den hier nehme ich. Und hüpfe dann einfach hier so lang. Jetzt muss ich die Wand nehmen. Oh Gott, das ist ein Exploder. Hab's auch erst bemerkt, als er auf mich zugelaufen ist. Aber da war es halt schon zu spät. Hier ist das Secret. Ich meine, muss der so sein. Was ist das denn? Oh, ich werde schon wieder sterben. Ich will nicht sterben. Sterben tut weh. Nein! Ah. Ich dachte schon, ich hätte es. Das sah gut aus. Aber nicht gut genug. Ah, jetzt habe ich es. Hier geht es nicht lang. Oh, Baby! Wow, ein zweites Hatch-Fragment. Ein zweites Hurt-Fragment. Muss ich jetzt wieder hoch? Ist das ein Joke? Ich dachte, der Weg dahin wäre schlimm gewesen. Was? Aber da kann ich doch nicht. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich da wieder rein? Wer soll das denn schaffen? Ah. Ist gar nicht so schwer. Okay, alles gut. Sah schwerer aus, als es. Huh. Ah, Checkpoint. Ich muss was trinken. Okay. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Osten und Westen. Oh, und offensichtlich auch Norden. Ich gehe erstmal nach oben, weil ich denke, dass das schwieriger entdeckt wird und deswegen eventuell bessere Secrets birgt. Jobos Behausung. Öffnen wir hier bald einen NPC? Wie geil das hier auch aussieht. Du bist fein. Ein Feind der Allianz. Oh oh. Huck. Ja, komm, mach dein Ding. Jetzt oder nie! Das war knapp. Ich wäre fast verreckt, weil ich meinen Schild zu früh gezündet habe. Bist du Jobbo? Nee, du bist Klobbo, ne? Oh oh. Na, ich gehe erstmal links lang. Ich gehe erstmal schön links lang. Ah, hat geschossen. Ich glaube das nicht. Ich glaube das alles nicht. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Oh, was haben wir hier? Stimmt, ein Checkpoint, oder? Nope, aber hier ist einfaches Blut. Die Dinger. Den will ich mich eigentlich gar nicht anlegen. Nicht noch weiter höher. Ach, Mist. So, jetzt. Was lebt immer noch? Okay. Ist Secret. Oder? Nee, doch nicht. Okay, ich dachte, da wäre ein Secret. Ich will erstmal im Goblin-Dorf bleiben. Das klingt ehrlich gesagt am interessantesten. Ein Secret? Nee. Einfach auf seinem Kopf
rumspringen! Okay. Na, Heiltrank, ich glaube nicht. Ich setze mich mal anders im Moment. Ach. Also, vielleicht den Fuß noch hier so? Ja. Oh ja, das ist. Okay. Schon bessere Gamer-Position? So. Schlag mich nicht! Nein, 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 nein! Das war eventuell das Dümmste, was ich hätte machen können. So, ich weiß nicht genau, wie ich die encountern soll. Oh, der kann aber schnell drehen. Dachte, damit bin ich irgendwie voll schlau und gut dabei. Ah, hier ist ein Tor. Kann ich nicht einfach einschlagen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den Schlüssel oder den Schalter eher finden. Hier kann ich durchfallen und kann ich ihm auf den Kopf fallen. Aber das hilft mir recht wenig im Großen und Ganzen. Dammit! Oh, ich dachte, ich kann ihn so killen. Oh, Jesus! Ich falle... Nein! Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin einfach nach unten gesprungen. So, hier wollte ich eigentlich hin. Ich wollte eigentlich wieder zurück ins Goblin-Dorf. Ach Gott. Ich hasse die Exploder-Goblins. Und die Flammer-Goblins sind auch sehr nervig, weil ich immer nicht weiß, wie weit ich die wegschlage. Und dann treffe ich die immer nicht. Und dann brauche ich einfach ewig, die zu killen. Nein! Okay. Das war knapp. So, hier hinten wird irgendwo mein Ding sein. Ja, ist natürlich an sich dran. Fangen wir an zu klobbern. Oh, oh. Oh, das war sehr knapp. Oh, shit. Raus hier, raus hier, raus hier. Daneben. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. Oh Gott. Ich habe einfach losgelassen beim Lenken. Und weg. Boom. Wir machen das schön geduldig, schön mit Gefühl. Hacken wir ihm die Arme und Beine ab. So. Hier geht's auch wieder nach unten. Ich suche aber eigentlich einen Hebel, um das Tor da oben aufzumachen. Keine Ahnung, was... Ich weiß es nicht. Es ist hier schon wieder ein Weg. Da ist was zum Aktivieren. Keine Ahnung, ob ich das aktivieren möchte. Ich schätze mal ja. Aber wahrscheinlich noch nicht jetzt. Dementsprechend gehe ich wieder nach oben, damit ich nicht sterbe, damit ich mich im Goblin-Dorf erstmal umgucken kann, damit ich hier alles machen kann, was zu tun ist eben. Was auch immer das alles ist. Gibt ja ein bisschen was hier. Ist ja jetzt nicht unbedingt klein. Oh, Jesus! Ich bin einfach mit ihm mitgelaufen. Ich hätte vielleicht die Richtung wechseln sollen und über ihn drüber, aber... Ich habe nicht schnell genug geschalten und deswegen habe ich jetzt Schaden bekommen und deswegen werde ich jetzt sterben! Trink einen Heiltrank. Mach ich nicht mit! Warum schlägt der denn nicht da unten an der Wand? Okay. Ich muss mal wieder ein bisschen meine Spaghetti unter Kontrolle kriegen. So, du kommst jetzt mal her. Gut, der ist tot. Den hat's in 1000 kleine Konfetti geballert. So, so. Und nochmal tot. Und wieder ein HP für uns. Sehr gut. Sehr gut. Der muss langsam aber sicher sterben. Ist ja kein Problem. Der schlägt ja eh wie so ein Hillbilly einfach auf den Boden. Wenn er aufhört, rein. Das war vielleicht ein wenig nah. Aber der Schild hat uns tatsächlich gerettet, sonst hätte ich jetzt früher noch ein Damage bekommen. Das will ich ja nicht. Das ist nur ein Flammer-Dude, der kann auch nichts. Da muss ich einfach nur warten. Einfach nur ein bisschen Geduld zeigen. Das Spiel hat viele Geduldsproben. Wie zum Beispiel einige der Gegnertypen. Das kann jetzt gut sein, das kann jetzt schlecht sein. Dass die meisten Gegner nicht sind, also da die meisten Gegner keine Geduldsproben sind, sehe ich das nicht so eng. Aber wie komme ich jetzt durch dieses Tor da rechts? Hier komme ich nicht... Ach doch, da komme ich hoch. Oh, hallo. Der Goblin-König. Lass mich kurz deine Schergen noch ermorden. Dann bin ich bei dir. Ich hoffe, du nimmst das nicht persönlich. Das ist wirklich bloß Business. Bleib stehen! Okay, zweimal mit der... Dingens drauf reicht aber. Okay, der explodiert, sobald er connected. Das ist auch gut zu wissen. Ich dachte, der explodiert erst nach einer Zeit. Kann ich auf den Arsch hauen? Hier oben ist ein Secret drin. 100 Pro.
Hier ist auf jeden Fall ein Ausgang. Wohin verbindet mich das denn? Hätte ich hier schon sein können? Ach, das ist der eine Tunnel, für den ich mich nicht entschieden habe. I see. Hier waren wir ganz am Anfang mal. Als ich mich so über die Goblins gefreut habe. Und dann habe ich mich nicht mehr über die Goblins gefreut. Ich meine, ich liebe die Goblins immer noch, aber... Hey, na? Jo! Wen haben wir denn hier? Blasse Haut, kurze Nase, dünne Ohren. Ein Besucher von der Oberfläche. Wer seid ihr, unwichtiges Menschlein? Hey, ich rede mit euch! Oder seid ihr taub, Bleichgesicht? Wow, racism much? Bis jetzt hat sich niemand getraut, mich herauszufordern. Oh, warte, das wollte ich auch gar nicht. Mir gefällt eure Einstellung, ihr dürft das doch mal im Kopf behalten. Perfekt, ihr ebenfalls. Fordert euer Glück nicht heraus, Menschlein, ihr steht vor dem Goblin-König. Wenn ich mit den Fingern schnippe, ist euer Kopf schneller aufgespießt, als ihr blinzeln könnt. Dazu habt ihr nicht genug Goblins. Ihr seid arrogant und erzittert euch in meinem Gesicht des Todes. Ihr könntet nützlich sein. Wie wäre es, wenn ihr einen kleinen Auftrag für mich erledigt? Dann verzeihe ich euch eure Unverschämtheiten. Hört sich nach einem fairen Handel an. Vor uns liegt der Pfad in das Land der Vorfahren meines Volkes. Seine Wiege liegt tief in der Aufstiegshöhle, aber das Land wurde vor Jahrhunderten verlassen. Heute ist der Pfad, nun ja, sagen wir mal, er ist unpassierbar. Bringt mir bitte den Beweis, dass der Weg frei ist, dann werde ich euch belohnen. Achso, ich hätte wahrscheinlich... Ah. Er ist halt unlucky, wenn man sich verläuft, ne? Ich bezweifle, dass ihr mir etwas bieten könnt, das für mich von Interesse ist. Ich mache den Weg nur frei, wenn ich auch dorthin muss. Warten wir es ab. Lass mich raten, ob ich die Zunge habe. Meine Speer berichten, dass der Weg in unsere Heimat frei ist. Ich wusste, dass ihr helfen würdet. Ihr Menschen seid so gierig. Was streichelt der da eigentlich süß? Das ist ja voll cute. Der eine Goblin links, der so zittert. Oh, Meister. Wollte nur kurz vorbeischauen. Hier, ich habe euch die Zunge von dem widerlichen Vieh gebracht, das den Weg versperrt hat. Ich bin überrascht, dass es nicht euer Haustier war. Was ist mit meiner Belohnung? Ich warte. Geduld, Bleichgesicht, ich bin noch nicht fertig mit euch. Warum bin ich nicht überrascht? Also, was wollt ihr jetzt? Ein Oberflächenbelohner hat etwas, das ich brauche. Er nennt sich selbst der Sammler und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Vision von allem Existierenden, Version von allem Existierenden zu besitzen. Einschließlich des Tranks, den ich brauche. Bringt mir die Flasche und ihr seid eurer Belohnung einen Schritt näher, Goblin. Ehrenwort. Interessant, da muss ich ja sowieso hin. Wird also noch passieren. Ich will das mal heilen hier, aber Zeit. Herr Custard, dass ich so weit fliege mit dem Dash manchmal. Oh Gott! Ich dachte, er wäre schon fertig mit Schlagen. Oder, mit Leben eher gesagt. Fertig mit Leben. Geht's hier links rein? Oh, ein Thron! Meine Güte, dann können wir wirklich zum Sammler gehen. Das freut mich sehr. Vielleicht gibt uns der Goblin dann auch einen Schlüssel oder sowas. Wo ist denn der Sammler? Der Sammler müsste irgendwo... Oh Gott, wo war der? Löwe? Karte? Ist das der Sammler? Ne, das sind die Kompositionen. Hier ist der Sammler, in der 5. Okay. Dann muss ich zu einem der beiden Tröne. Ich gehe zu dem da, dann muss ich nicht so weit laufen. Oh, werter Sammler. Ich bringe frohe Kunde. Und irgendwas Schleimiges, was in meinem Inventar feststeckt. Und ich brauche was von euch. So viele Sachen zu besprechen. Hier ist euer Kokon in perfektem Zustand. Oh, danke, eure Hoheit. Oh, da ist das Ding wirklich. Oh, eine echte Delikatesse. So etwas hatte ich schon lange nicht mehr. Ich habe euch falsch eingeschätzt, König der Dunkelheit. Ihr scheint mir vertrauenswürdig. Ihr kratzt kaum an der Oberfläche, wie gesagt. Ich mag euch. Ihr sollt ein ganz besonderes Geschenk haben. Meinen Sammlungsindex. Ah. Was soll ich denn damit anfangen? Eine vollständigere Enzyklopädie
Der Fauna Eternis findet ihr nirgendwo. Der Mann. Allerdings gibt es noch einige Kreaturen, die sich mir bisher entzogen. Ihr müsst verstehen, meine Kunst hält mich so sehr beschäftigt. Verstehe schon, das Weinglas da schüttet sich nicht von allein. Füllt sie und besucht mich erneut, wenn ihr mindestens die Hälfte der Exemplare habt. Dann können wir erneut über das Geschäft reden. Das heißt, wir haben jetzt hier die Sammlung freigeschaltet. Ödlander gefallen, 46 von 30. Riesiger Gemeinschleim. Okay, was kriege ich, wenn ich die umbringe? Achso, ich muss so und so viele davon killen, damit der Sammler zufrieden ist. Ach du meine Güte. Selten. Naja, solange man weiß, wo sie sind. Da war ich also noch nicht. Okay. Ist wohl ein Boss. Okay. Interessant. 103 habe ich davon ermordet. Jesus Christ. Davon fehlen mir auch noch welche. Noch ein Boss. Garibaldi. Ach, die Dinger habe ich absichtlich ignoriert. Weil ich die hasse. Alle. Das war cool. Interesting. Wir haben 20%. Uns fehlt also noch eine Menge. Eine Menge, Menge, Menge. Hey, aber ich bin noch irgendwas anderes hier. Darf ich mir eure Trankabteilung ansehen, Sammler? Ich habe aus Langeweile angefangen, Tränke zu sammeln, lagen mir jedoch nie sonderlich am Herzen. Nur zu, eure Hoheit. Achso, drüben in dem Alchemielabor wahrscheinlich. Aber wo? Hier unten ja wahrscheinlich nicht. Oder doch? Vielleicht doch. Da unten muss ich jetzt irgendwo. Ach, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwo rein. Komme ich. Aber da komme ich ja nicht rein. Oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Nee, da komme ich nicht rein, da sind die Stacheln. Bringt mir alles gar nichts. Ich komm doch nicht rein. Da steht auch ein Trank. Okay, das ist dann eine Quest für später. Das heißt, wir müssen erstmal. Ich krieg die immer noch nicht tot. Wir müssen also immer noch irgendwie erstmal den nächsten Skill bekommen. Aber ich weiß nicht wie. Aber das soll jetzt auch erstmal nicht unser Problem sein, denn diese Folge ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Eterna Noctis. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann klickt auf den Liken und den Abonnieren-Button. Das hilft mir und mit meinem Kanal weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.